Bei einer der Projektvorstellungen, Entschuldigung, Ahnenforschung und Familienforschung von und für Senioren, kam die Frage auf, ja, aber wie verfahren wir dann weiter, was die Vorfahren angeht? Wo kann man die bekommen? Und dazu gibt es als Beispiel diese Familienbücher. Also wie in einem der Beispiele gibt es sie auch dann natürlich aus Ziegenhain oder aus ja, Lambertheim, aus anderen Orten, wo also die Menschen festgehalten sind, die also zumindest 100 Jahre gestorben sind und aufgrund dessen man das dann aufgrund solcher guten ja, Familienbücher wurde damals vom Josef Albert Bauer für unsere Gemeinde hergestellt und der korrekte Name, also ein Ortssippenbuch. Hier eines der Jungfräulichen, die ich also auch gleich wieder in den Schrank legen werde. Ich bin hier übrigens im Burgsteinmuseum, wo es also auch immer sehr spannende Sachen gibt. Unter dieser jungfräulichen Ausgabe dieses Ortssippenbuches, zum Beispiel die Modelle der Burg Stein, die damals vom Rudi Dörr so wunderbar gestaltet wurden. Ja, und also jetzt nochmal zum Vergleich: ein nicht mehr ganz jungfräuliches Ortssippenbuch ist also dann, wenn man sich ein bisschen mehr mit der Materie dann beschäftigt, dann ist es schon so, dass das dann ja, also gewisse Gebrauchsspuren dann schon anzeigt. Aber ja, also das ist dann das Resultat, wenn man da sich intensiver damit beschäftigt. Und ja, ich habe gestern auch im Spaß gesagt, es ist also so, ich kann eigentlich nur davor warnen, sich mit der Familiengeschichte zu beschäftigen, weil es ist wirklich eine sehr intensive Sache, aber jetzt auch tatsächlich dann nicht, dass ich das irgendwie mich drüber lustig machen möchte, im Gegenteil, es ist also eine ja, wunderbare Beschäftigung. Und das ist ja auch klasse, wenn da die Möglichkeit besteht, da vielleicht auch weitere Senioren dafür zu gewinnen. Aber das, was ich eben so ein bisschen andeutete, ja, ist also hier auch im Museum ein bisschen festgehalten, dass man sagt, also es ist schon eine sehr faszinierende Sache, sich mit der Ahnen- und Familienforschung zu beschäftigen. Und wenn ich da in der Hinsicht beratend zur Seite stehen kann, stehe ich da ganz zur Verfügung.